Hallo zu einer neuen Ausgabe unserer OV-Video-Wochenschau. Der Gewinner von unserem DJ-Contest steht fest. Adam Feld darf am 25. Mai beim Tantemir-Tanzfestival auflegen, so wie im vergangenen Jahr Max Mittelkamp. Ein Porträt über den diesjährigen Gewinner gibt es in der gedruckten Ausgabe der OV. Goldenstädter Gruppen rufen zur Mahnwache gegen Wölfe auf. Am 12. Mai um 19.30 Uhr soll die Aktion im Hartensbergsee stattfinden. Damit soll die Politik aufgerufen werden, etwas gegen die uneingeschränkte Ausbreitung der Raubtiere zu unternehmen, heißt es in der Einladung. Ein neuer Hofblick ist da. Dieses Mal haben wir Landwirt Gerd Frilling aus Norddölln beim Gülleausfahren begleitet. Und bald gibt es neue Videos von unseren Fotoshootings für die nächste Ausgabe der Promenade. Seid gespannt! Das Magazin hat übrigens eine eigene Facebook-Seite. Am kommenden Sonntag findet die 5. Südoldenburger Oldtimer Rally statt. Start ist um 9.31 Uhr in der Vechter Innenstadt mit 91 Teilnehmern. Freut euch dabei auf Fotos, einem Video und die Berichterstattung in eurer OV.